Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Hogwarts Legacy. Wir sind beim letzten Mal rein in diese Höhle und haben bemerkt, dass Lodgok wohl Renrock wohl hier ist. Wohin führt er wohl? Oft genutzt wurde er offenbar nicht. Und ja, beim letzten Mal sollte ich die Flammen entzünden können. Hier die Kobolder angegriffen gehabt. So, weiter geht's. Rebellion. Alright. Ah, jetzt sind wir hier oben angekommen, okay. Ja, gut. Okay, gut, dass wir das noch aktiviert haben, denn hier müssen wir jetzt einmal dran ziehen. Und dann geht das Ganze hier auf. Dann hoffen wir mal, dass wir Renrock hier auf der Gegenseite natürlich antreffen werden. Kürbislaterne. Ah ja. Mussten wir hier überhaupt lang? Oder ist das hier nur dieser... Hey. You can go here and get this Kürbis-Meme. Das ist doch das einzige, die einzige Sache, die man jetzt hier machen konnte, ist Kürbis abholen, oder was? Ist ja wohl ein Scherz. Das ist ja wohl ein Scherz. Okay. Ja, und wir müssen tatsächlich hier nur weiter hoch. Okay, fahren wir mal hoch. Gut, weiter geht's. Da ist er. Ich kann das beenden. Ich muss den Bohrer zerstören und Renrocks Anhänger aufhalten. Oh, okay. Hier führt kein Weg vorbei. Obwohl. Warte mal, wenn ich die hier schon mal erwische. Warum kann ich den hier nicht ansehen? Anvisieren. Ist da jemand? Okay. Dem würde ich erstmal ganz gerne aus dem Weg gehen. So, na und dann werden wir mal den Troll angreifen, ne? Auf geht's! Erstmal den da oben räumen vielleicht. Okay. Oder auch doch nicht. Aua! Oh, 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 oh. Den da oben erstmal. Bumm, bumm und bumm. Zack, und jetzt haben wir nur noch den Troll. Warum denn so aggro? Bombarda. Excelliam.
Das war echt knapp. Haben wir. Gut. Einen Popel nehmen wir natürlich auch noch mit. Revelio. Gibt es hier sonst noch was? Das kann man zum Einstürzen bringen. Confringo. Ah ja. Ich muss den Bohrer irgendwie stoppen. Und wo ist die letzte Säule? Da. Du. Das ist ungünstig. Aber egal. Wir bauen noch einen. Ich habe den da draußen gefunden. Lord Gok. Willst du dich entschuldigen, Kleiner? Ich will es beenden. Was hast du mir mitgebracht? Das kann nicht sein. Die ganze Zeit. Wusstest du, wo es war? Nicht! Geht es dir gut? Ich werde dich nie verstehen, Lord Gok. So naiv. Die Hexe hielt dich nicht für ebenbürtig. Sie, wie alle anderen ihrer Art, hat dich doch nur benutzt. Das stimmt nicht, Renrock. Die Jüngeren sind besonders tückisch. Man lehrt sie, ihre Verachtung zu verstecken, um uns auszunutzen. Unfassbar, dass unsere Vorfahren sich jemals vertrauten. Die ganze Zeit suchte ich überall das letzte Behältnis. Ich suchte vergeblich nach Blackwars letztem Buch. Verschwendete meine Zeit, Kind. Und mein Bruder wusste die ganze Zeit Bescheid. Bruder. Aber ich brauche dich nicht mehr. Ich brauche euch alle nicht. Ich wollte es dir bringen. Du bist eine Schande für die Kobolde. Ah! Nein! Wow. Avada Kedavra! Armer Lord Gok. Vom eigenen Bruder ermordet. Deshalb hat er so sehr versucht, ihn aufzuhalten. Wow. Okay. Und jetzt? Nichts wie raus hier. What the heck? Was haben wir da gerade gesehen? Ich muss mich mit Fake in der Kartenkammer treffen. Er und die Hüter müssen erfahren, dass Renrock das Tagebuch hat und weiß, wo das letzte Behältnis ist. Na dann mal. Nichts wie auf. Den können wir noch gar nicht machen. Warte mal, wir brauchen erstmal die Nachrichten wahrscheinlich. Holy moly. Da ist es. Begib dich zur Kartenkammer. Gut. Sanbakars Prüfung. Schließ die letzte Prüfung der Hüter ab. Da werden wir hin. Let's go. Alter Falter, okay. Der war also sein Bruder. Ich weiß nicht, ob das vorher schon mal genannt wurde, aber auf jeden Fall habe ich das schon wieder vollkommen verpeilt, muss ich ehrlicherweise sagen. Wir gehen mal vorher noch einmal in den Raum der Wünsche.
Holy moly. Er hat nämlich, glaube ich, ein paar unidentifizierte Gegenstände. Genau so ist es. Die sind auch allesamt besser. So, goldene Handschuhe, die haben wir aber erst ab Level 31. Sind wir leider noch nicht. Ganz knapp noch nicht. Können wir bald anlegen. So, diese wunderschöne Brille. Dann den Hut. Okay. Das ist besser. Alright. Weiß gar nicht, was hatten wir denn da vorher? Was hatten wir denn da jetzt drunter? Das hier? Will das hier noch an? Kann sein. Der Mantel ist auch besser, ist auch erst ab Level 31. Okay. Gut. Dann werden wir das Ganze noch verkaufen. Bevor wir nämlich wieder zu viele Gegenstände haben. Holy moly, okay. Bringt er einfach Lodgok um. Und sind Sie taub? Hier zieht es so fürchterlich, dass mir die Beine flattern. Ach stimmt, den können wir ja auch noch zurückbringen. Ja, den können wir gleich noch zurückbringen. True, true. So, Elbi. Ich würde gerne ein paar Sachen verkaufen. Ja, das ist schlechter gewesen. Das war besser, muss ich noch behalten. Das war schlechter. Das war schlechter. Danke fürs Vorbeischauen. Gut, irgendwo war doch hier. Wo war denn hier der Eberkopf? Wo war denn das hier? War das hier? Hier sind die drei Besen. Hier ist doch der Eberkopf, ne? Okay, dann bringen wir den nämlich da noch hin. Das ist ja sowieso jetzt hier gleich in der Nähe. Holen Sie mich sofort hier raus! Es wird Ihnen noch leid tun, wenn ich Mägen bekomme. Hören Sie schlecht, ich will hier raus! Bleib mal ruhig. Was soll das bedeuten? Das sind nicht die drei Besen. Stimmt genau. Dies ist der Eberkopf. Sind Sie in einen Kessel mit Blödtrank gefallen? Sie haben mich zum falschen Ort gebracht. Es ist absolut abstoßend hier. Versuchen Sie es doch mal. Vielleicht gefällt es Ihnen. Bitte! Sie können mich hier nicht zurücklassen. Bitte! Auf Wiedersehen, Ferdinand. Viel Spaß in Ihrem neuen Heim. Oh, nice. Gönn dir. Eigentlich würde ich Sie beide rausschmeißen. Aber mir gefällt der vornehme Kerl. Zielübungen. Bitte. Ich kann hier nicht als Zielscheibe enden. Der jetzt angespuckt, oder was? Viel Spaß. So, okay. Mann, oh Mann. Gut, also wir müssen Renrock auf jeden Fall aufhalten. Und dann gehen wir mal zur Kartenkammer. Karte von Hogwarts. Let's go. Ist zwar noch ein Nebenauftrag. Akio-Duell 5. Och, das können wir eigentlich erstmal nochmal spielen. Let's go, komm. Und dann können wir in der nächsten Folge richtig schön reindiven in die Hauptmission. War ja aufregend genug jetzt. So, dann spielen wir das letzte Akio-Duell, möchte ich sagen. Ich glaube, es war zumindest das letzte. Wir warten mal. Renrock hat auf jeden Fall jetzt das Tagebuch. Wird damit versuchen, jetzt das Letzte zu finden. Oh, Professor Ronan. Sie sind mein Gegner im Akio-Duell, Professor Ronan? Der bin ich. Auch Professoren dürfen sich hin und wieder amüsieren, wissen Sie? Aber natürlich. Ich freue mich auf ein Duell mit Ihnen. Geht mir genauso. Ich spiele schon seit Äonen. Sie haben also keine Chance zu gewinnen. Sollen wir trotzdem loslegen? Ich bin bereit. Na, dann wollen wir mal. Los geht's. Oh, okay, hier gibt's sogar 100 Punkte. Akio. Uh,
hat nicht gereicht. Okay. Wir machen alle Fehler. Probieren wir gleich mal auf 100. Auf einen 100er. Komm, wir gehen mal auf einen 100er. Akio. Easy. Habe ich sie etwa gelehrt, so zu spielen? Nee. Aber nicht schlecht, ne? Okay, das wird ein easy one. Gut gemacht. Wir werden den einfach als Bande benutzen und werden den runterhauen. So nämlich. So genau. So behandeln Sie Ihren Professor? Ja, gut. War halt easy going, war, was soll ich sagen? Okay. Der liegt jetzt natürlich da doof im Weg. Ich meine, wir haben sowieso schon gewonnen. Alle Fehler. Aber. Ja, ich weiß gar nicht. Akio. Wir müssen es eigentlich. Oh, jetzt lädt er erstmal auf. Okay, wir müssten es eigentlich von hier probieren, den zumindest hier so rüber zu kriegen. Ich werde es mal probieren und schauen, ob es funktioniert. Ja, gut, der fliegt halt darauf. Naja, aber wir haben immerhin. Und damit haben Sie noch eine Gelegenheit zu lernen und zu wachsen. Wunderbar. 160 Punkte. Oder? Zählt der nicht? Nee, der zählt nicht. Doch, zählt. Ja, gewonnen! Gegen den Professor Ronan. Easy game, würde ich sagen. Sehr gut. Sie haben mich in meinem Spiel geschlagen. Ich hatte einen guten Lehrer. So, so, Schmeichelei. Zugegeben nicht unbegründet. Ich nehme das Kompliment demütig an. Als neuer Akio-Duell-Champion haben Sie ein Zeichen der Anerkennung verdient. Werden Sie nur nicht übermütig. Handschuhe des Champions. Okay, und wir steigen auch eine Stufe auf. Und was das heißt, liebe Leute, das muss ich euch nicht erklären. Wir können jetzt unser Gear anziehen, unser Gutes. Zack, einmal die hier. Und hier haben wir ja jetzt die Handschuhe des Champions. Die könnten wir ja theoretisch anziehen. So. Dann haben wir hier... Haben wir hier was Neues? Nee. Hier hatten wir auch nichts Neues. Den Umhang, der war neu. Der war besser. Der ist auch schon einmal verbessert. Oh, in Schwarz kann man ja auch mal machen. Und hier hatten wir nichts neu. Okay. Gut, dann würde ich noch einmal, weil wir es jetzt sowieso nicht mehr schaffen von der Zeit her in dieser Folge, würde ich noch einmal in die Kartenkammer gehen und mal schauen, ob wir noch ein paar Sachen verbessern können. Dazu werden wir uns von den Tieren erstmal noch ein bisschen Federn und so weiter holen. Die findet sie haben. Und ja, das soll es dann auch gewesen sein für diese Folge. So. Einmal die Feder einsammeln. Zack. Zack. So eine Fla. Genau. Sammeln wir mal einmal ein. Auch hier wird einmal eingesammelt. So. Okay, wir sehen ja unser Gehege mit Haar. Den haben wir schon. Den haben wir noch nicht. So, die Feder eines Jobbernolds. Hier hinten haben wir schon. Unser Mondkalb können wir aber noch machen. Nicht so weit weg, mein Freund. Haben wir noch jemanden? Alle anderen haben wir abgeholt. Okay. Achso, wen wir hier noch rauslassen können, ist unser Niffler. Ups. Unser Niffler können wir hier noch... Ach, das konnten wir ja auch so machen. Stimmt. Das konnten wir ja... Ach Mann, ich drücke mal die falsche Taste. Das konnten wir ja mit H machen, ne? Ja, weil wir hatten ja hier schon einen Niffler.
Können wir denen eine Fläche auch noch abgeben? So, und dann füttern wir ihn mal so. Geht schneller. Oh, schön. Der Irondale Dieb. So, einmal Futter. Und dann kriegen wir das auch wieder von ihm. Okay. Quatsch. Dann gehen wir noch die anderen Gehege ab. Einmal hier hoch. Einmal hier rein. Warum fliegst du nur weg? Warum habt ihr alle noch nichts gefressen? Strange. Hab euch doch extra hier fressen hingestellt. Ah, jetzt fresst ihr, okay. So. So, okay. Dann ich nehme mir das hier gönnen. Und wenn die jetzt alle fressen gehen, bist du jetzt auch? Frau Kniesel? Tierpflege, Tierpflege, Tierpflege haben wir überall gemacht. Okay. Und ihr fresst doch jetzt, oder? Oder muss ich euch jetzt selber füttern? Na gut, dann füttern wir euch mal selbst. Selbstständig. So. Einmal für dich. Für dich. Du bist gerade schon am Essen. Sehr gut. Zack. Dich haben wir, dich haben wir, dich haben wir. Fehlt noch Brut des Testrals. Und die sind hier hinten. Stimmt, die kann man auf der Karte mal ganz gut sehen. Ich vergesse das immer. So, friss mal, mein Kleiner. Okay, und hier hinten, dich haben wir schon? Dich haben wir schon. Alright. Gut. Weiter zum nächsten Gehege. Da konnten wir ja hier rüber gehen, ne? Ja. Genau. Okay. Zack. 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 Ah, guck mal. Da hatten wir noch einen Dewey Call. Ups. Noch nicht fertig? Muss mal ein bisschen schneller. Hier ist die Mucke so schön. Oh, ist das herrlich. Ist ein bisschen wie bei New World. Da ist die Mucke auch sehr, sehr entspannt. Okay. Waren wir jetzt überall? Ne, hier hinten waren wir noch nicht. Was hatten wir denn hier noch drin? Was hatten wir denn hier noch drin? Ah, hier hatten wir noch unseren Phönix, stimmt. Und unser Einhorn, stimmt. Hazel. So. Gut. Nee, falsche. Und dann können wir nämlich jetzt mal gucken, ob wir unser Gear wieder ein bisschen upgraden können. Unsere Ausrüstung. Hier am Webstuhl. So, okay, was haben wir denn momentan an? Diesen Hut haben wir auf jeden Fall an. Den konnten wir nicht verbessern, weil wir da einen Grafhorn für brauchen. Okay. Das hier konnten wir aber verbessern. Zack. Zack. Und dann brauchen wir das wieder. Das hier konnten wir nur verbessern mit einer Fupa-Feder.
Den Schal auch mit einer Fupa-Feder. Die können wir aber verbessern. Hier brauchen wir auch wieder eine Fupa-Feder. Und hier brauchen wir einen Graphorn. Oder Grabhorn. Eines Grabhorns. Grabhorns. Whatever. Okay, ihr Lieben, und das soll es gewesen sein für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wir gehen dann in die Kartenkammer. Und macht euch heute noch einen schönen Tag. Haut rein, bis dann. Und ciao, ciao.